Weißt du, wie man sich Fremden gegenüber verhält und was du sagen solltest, um dich selbst zu schützen? Hier erwarten dich ein paar Tipps. Vielleicht kennst du einige schon. Du bist alleine im Urlaub. An der Rezeption wartet eine lange Schlange. Aber endlich bist du an der Reihe. Der unerfahrene Rezeptionist verkündete dir vergnügt und lauthals deine Raumnummer. Ich weiß, du bist müde und kannst kaum erwarten, ins Zimmer zu gehen. Aber zu deiner eigenen Sicherheit zuliebe, solltest du um ein anderes Zimmer bitten und dir die Zimmernummer aufschreiben lassen. Niemand in der Schlange muss wissen, in welchem Zimmer du übernachtest. Bevor du ein Hotelzimmer betrittst, solltest du prüfen, ob niemand anderes im Flur ist. Verriegle die Tür sofort, wenn du drin bist. Vor dem Schlafengehen stellst du am besten etwas vor die Tür. Wenn nachts jemand eindringen will, stolpert derjenige direkt über das Zeug und weckt dich. Wenn dich in der Hotellobby jemand fragt, ob du alleine reist, antworte immer: Nein, ich bin mit Freunden unterwegs. Dieselbe Regel gilt auch für Flugzeuge, Züge und andere Transportmittel. Du kannst nie wissen, ob dein Gegenüber aus reiner Neugier fragt oder etwas Böses im Schilde führt. Wenn dich jemand fragt, ob du in diesem oder jenem Hotel übernachtest, gib nicht direkt eine Antwort. Sage stattdessen, dass du auf einen Freund oder Kollegen wartest. Wenn du nach dem Weg fragen musst und jemand dir anbietet, dich an den gewünschten Ort zu begleiten, lehne das Angebot lieber ab. Es reicht dir, die Richtung zu zeigen. Du weißt nie, wohin ein Fremder dich führen wird, wenn du ihm blind folgst. Wenn dich ein Fremder fragt, wo übernachten sie, vermeide eine Antwort zu geben oder nenne einen bekannten Hotelnamen wie Hilton. Diese Hotels gibt es überall. Wenn du etwas genauer sein willst oder musst, beschreibe die Gegend, in der sich das Hotel befindet, nenne aber nicht den genauen Namen deiner Unterkunft. Wenn ein Passant Interesse an dir zeigt und nicht gehen will, verhalte dich seltsam. Gib vor, seine Sprache nicht zu sprechen, auch wenn du dich eben noch mit ihm unterhalten hast. Ziehe Grimassen oder beginne laut zu singen. Je mehr Aufmerksamkeit du erweckst, desto besser. Niemand greift eine Person an, die von allen angestarrt wird. Plane deine Reise so, dass du nicht im Dunkeln ankommst. Es ist immer leichter, am Tage ein Hotel zu finden, wenn mehr Transportmittel zur Verfügung stehen und Leute unterwegs sind. Du fühlst dich sicherer und sparst Geld. Apropos Geld. Ich denke, wir alle kennen den Trick, es in der Unterwäsche, in einem Geldgürtel oder in anderen Accessoires zu verstecken. Achte aber darauf, stets etwas Geld in einem Portemonnaie dabei zu haben. Im Ernstfall kannst du dem Angreifer wenigstens etwas geben, um zu verhindern, dass er wütend wird, weil er leer ausgeht. Wenn du etwas zu essen bestellst, nenne nicht deinen richtigen Namen. Fühlst du dich nicht gut dabei, einen falschen Namen anzugeben, kannst du auch sagen, dass du es für jemand anderes holst. Wenn du jemals in einer überfüllten Apotheke oder einem Geschäft deine Adresse angeben musst, spreche deine Daten nie laut aus. Flüstere oder schreibe sie auf, damit Fremde die Informationen nicht hören können. Du warst gerade einkaufen und kehrst in eine gespenstisch leere Tiefgarage zu deinem Auto zurück. Moment mal, ist das da auf deiner Windschutzscheibe eine Jacke? Nimm sie auf gar keinen Fall einfach so herunter. Das ist ein beliebter Trick von Autodieben. Informiere den Sicherheitsdienst und bitte sie, dich zu deinem Auto zu begleiten, bis du sicher abgefahren bist. Ähnlich funktioniert der Trick mit dem platten Reifen. Wenn du nach dem Einkauf oder einem Restaurantbesuch einen platten hast, geh zurück ins Geschäft und bitte jemanden um Hilfe. Gehst du alleine zu deinem Auto, könnte jemand kommen und dir Hilfe anbieten. Und vermutlich ist das dann auch derjenige, der für den Schaden verantwortlich ist. Wenn du deinen Arbeitsplatz verlässt, sei es ein kleines Geschäft oder ein Bürogebäude, beantworte nie eine Frage zu deinen Arbeitszeiten. Sag einfach, dass sie flexibel sind und dein Chef die Entscheidungen trifft. Wirst du dann noch gefragt, ob du alleine arbeitest, erwiderst du einfach immer, dass hinten noch jemand ist. Hast du dir als Kind gerne Geheimsprachen und Codewörter einfallen lassen? Das kann auch heute noch nützlich sein. Verständige dich mit Freunden und Familie auf einen geheimen Satz, den du benutzt, wenn du nicht frei sprechen oder schreiben kannst. Keine Sorge, ich breche zu einem Abenteuer auf, könnte für "Ich brauche ganz schnell Hilfe" stehen. Du kannst dieses lebensrettende Spiel auf die nächste Ebene bringen und den Straßennamen oder die Stelle, an der du in das Auto eines Fremden eingestiegen bist, bei dem du dich jetzt nicht mehr sicher fühlst, kodieren. Ein paar grundlegende Techniken zur Selbstverteidigung zu beherrschen, kann nie schaden. Selbst wenn du sie hoffentlich nie einsetzen musst. Die verwundbarsten Stellen sind die Augen, Nase, Kiefer, Adamsapfel, Solarplexus direkt unter den Rippen, Knie und der Fußrücken. Wenn du mit einem Fremden im Aufzug stehst, positioniere dich mit dem Rücken zum Tastenfeld. Auf diese Weise kann der andere nicht zwischen den Etagen den Fahrstuhl stoppen.
Melde dich nie bei Social Media an, wenn du an einem Restaurant, Hotel oder in einem Einkaufszentrum ankommst. Warte, bis du den Ort wieder verlässt. Deine Freunde werden später genauso erfreut oder neidisch sein und du selbst bist vor digitalen Stalkern sicher. Solche Leute finden jeden, erst recht, wenn dein Benutzerkonto öffentlich ist. Wenn du dich nicht wohl damit fühlst, alleine an einem neuen Ort zu wohnen, tu einfach so, als wärst du nicht alleine. Stelle Schuhe verschiedener Größen vor die Tür. Wer auch immer vorbeikommt, denkt, dass dort mehrere Personen wohnen. Lerne deine Nachbarn kennen. Vielleicht findest du neue Freunde, vielleicht aber auch nicht. Aber immerhin kennen dich die Leute und werden reagieren, wenn sie verdächtige Aktivitäten bei deiner Wohnung oder deinem Haus feststellen. Weißt du erst, dass du ihnen vertrauen kannst, informiere sie, wann und wie lange du dein Zuhause verlässt. Prüfe die Beleuchtung im Gebäude, informiere den Hausmeister über dunkle Ecken und fehlende Glühbirnen. Parkplätze, Lagerräume, Posträume, Treppenhäuser und andere gemeinsam genutzte Bereiche müssen gut ausgeleuchtet sein, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Vermeide es, auf dem Heimweg mit Kopfhörern Musik zu hören oder jemanden anzurufen, weil du dich dann sicherer fühlst. Während du am Handy bist, bist du abgelenkt, deine periphere Sicht ist eingeschränkt und du hast im Ernstfall nur eine Hand frei, um dich zu verteidigen. Stell dir vor, jemand folgt dir seit einer Weile, du überquerst die Straße und derjenige tut es dir gleich. Du verlässt die Hauptverkehrsader und dein Verfolger bleibt an dir dran. Entferne dich nicht zu weit von großen Straßen. Bleib stehen und tu so, als hättest du irgendwas vergessen. Klopfe auf deine Taschen und tu so, als würdest du zum Beispiel nach deinem Portemonnaie suchen. Gib aber nicht vor, nach deinem Handy zu suchen. Wenn dein Verfolger glaubt, du hättest keins dabei, machst du ihm nur Mut. Laufe in die entgegengesetzte Richtung. Die Person wird dir vielleicht nicht auf eine belebte Straße folgen wollen. Wenn du deine Rolle gut spielst, verliert derjenige vielleicht auch das Interesse, weil du kein Geld dabei hast. Ist dein Verfolger immer noch da, betrete das nächstbeste Café. Geh direkt auf die Toilette und verweile dort 5 bis 10 Minuten. Ist die Person noch immer nicht verschwunden, wende dich an das Personal und bitte um Hilfe. Wenn du im Dunkeln auf öffentliche Verkehrsmittel warten musst, bleibe in der Nähe anderer Leute, die ebenfalls warten. Ist niemand da, warte in einem Gebäude, bis dein Transportmittel ankommt. Sieh dich beim Einsteigen um. Verhält sich jemand seltsam oder verdächtig, informiere den Fahrer. Da nicht viele Passagiere an Bord sein werden, setze dich nicht in die hinterste Ecke. Bleib am besten in der Nähe des Fahrers.